So, Männer, wir sind ja alle am Start. Patrick, komm her, komm her. Du stellst dich mal hier noch hin. Wir haben jetzt den Stefan und den Mischa. Und wir machen so, dass die beide posen. Und dann werden der Patrick und der Mischa den jungen, gerade 18 gewordenen Stefan mal ein bisschen, ja, kritiken, würde ich mal sagen. Das heißt, zieh dir mal aus und der Patrick macht die Posing-Ansagen. Yep. Alright. Front and biceps, please. Aufmachen, aufmachen. Side chest, please. Ich muss schon das weiter machen. Muss einen Tick weiter nach hinten. Jetzt ab, oder so, ja? Schön. Sehr schön, ja. Sehr schön. Relax. Triceps, better side, please. Schön, Bauch, Bro. Ja, schön. Front lat spread. Geef die poster erop. Ja, schön. Dan double biceps van back. Bam, afmaken, afmaken, afmaken. Ja, yes, afmaken, boom. Ja, Mann. Schön, schön, schön. Sehr schön. Lat spread von hinten. Schön. Bam, aufmachen. Aufmachen, schön. Ja, Mann, sehr schön. Look. So, beim Bauch scanne ich mich auch noch kurz rein. Post muscular, please! Ja, komm, all in, come on, come on! Schön. Komm, Patrick und der Mischa gehen jetzt her und bewerten sich einfach mal. Also so nach Body Parts. Alright. Wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen? Ja, was mir aufgefallen ist, bei dieser Pose hier. Ja, fucking Bro. Bei dieser Pose hier. Mach auf. Boom, öffne dich. Weißt du, wenn du so bist, boom, öffne dich. Noch besser. Hab ich auch geöffnet. Du warst gar nicht schlecht. Ist immer besser und besser. Seht immer besser und besser. Ist nicht gleich. Wie beim Lot Spreader. Öffnen. Mach nochmal back. Versuch mal von oben. Von ja. Oben her und dann schon mal runter. Runter zu ziehen? Ja, lernst du. Okay, warte. Und jetzt auch noch. Ja. Boom. Aber nicht ins Hohlkreuz. Nicht ins Hohlkreuz. Ja, Bauch anspannen. Ja, genau. Siehst du, in diesem Moment, wo du den Bauch anspannst, füllst du den Lat hier aus. Ja. Ja, genau. Also, du holst ihn so. Gehst runter. Ja. Boom. Exactly. Nicht schlecht. Und ansonsten, der Rest, mach mal Lat Spread. Von vorne. Von vorne, von Lat Spread. Schön. Ja, sehr gute Pose. Sehr gut. Jetzt spann noch ein Bein hier an. Bei normalen Weise bist du hier. Ja. Viele Leute vergessen beim Posen die Beine auch noch anzuspannen. Ja, das sieht man zwar jetzt nicht, aber die sind hier oben gut. Vergessen aber hier die Beine anzuspannen. Und hier gibt es einen guten Trick. Versuch mal, wenn du den Fuß hier hast, nach außen zu drücken. So. Nach außen zu drücken. Dann bringst du hier den noch raus. Dann das Ganze wäre geil, wenn es noch ein bisschen fließender ist. Das heißt jetzt, wenn ich dir sage, Side Chest, ja, du bist hier, bam, boom, dann Side Chest, dann machst du bam. Ein fließender, weißt du? Genau. Wenn du hier bist, wenn du so bist, zeig den Trizeps. Bam! Spann den Trizeps hier an. Bam! So, tief, bam! Und bam! Es geht eigentlich eine ganz einfache Abfolge, wie du dir merken kannst. Du kannst hier so anfangen, oder? Dann gehst du so. Genau. Oder? Lat. Dann Lat. Und dann machst du so. Genau. Dann hier Trizeps. Dann bist du schon hier. Bam! 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 So. Zack, zack, und dann einfach mal drehen wieder, weißt du? Einen guten Ablauf rein. Das muss fließend sein. Du darfst nie deine Schwächen zeigen. Das heißt, wenn du von der Pose in der Pose weißt, darfst du nicht plötzlich zusammenfahren. Ein ganz wichtiger Punkt bei der Side Chest. Wenn du so bist, versuch hier diesen Arm nach vorne zu drücken und mit dieser Hand dagegen zu drücken. Dann, schau mal, für die Schulter. Und genau, dann bringst du die Schulter, die Brust raus. Rausdrücken. Also das heißt, die Brust hier zusammenzudrücken, dass die hier genau. Den Arm eigentlich nur anspannen und die Brust locker lassen, weil dann sieht die besser aus. Das sieht größer aus. Genau, und hier nur drücken. Ja. Sonst gute Symmetrie. Ja, ist gute Symmetrie.
Schultern kann auch ein bisschen was gehen. Wann hast du Wettkampf? Ja, Schulter auf jeden Fall. Schultern gehen auf jeden Fall. Anfang November. Gerade ist die gut unterwegs. Ich sag dir, was bei Trizeps ist, ist nur das Fett. Mhm. Der kommt noch, glaub mir. Arme sind gut. Arme sind sehr gut. Ich bin eigentlich die geilste Pose, wenn ich jetzt einen Frontlight-Spread bei ihm. Der ist sehr stark bei ihm. Ja, der ist krass. Weil da siehst du die Fülle der Brust und trotzdem hast du hier noch den Serratus drin. Sehe ich. Breit bist du auch. Das ist krass. Also ich sag dir, Mann, du musst einfach hart den Hamstring noch trainieren. Du hast so einen krassen, dominanten Quad. Ja. Und, aber Hamstring ist wirklich fast... Das ist krass, Mann, wie viel Masse du da noch... Da ist noch viel drin. Weil der Quad ist so krass dick. Ja. Das ist krass. Um die 3000 Kalorien. Stell mal, was bei dir so abgeht. Also bei mir ist es momentan so, ich biege das noch nicht ab. Also ich mache das immer je nach Hunger. Ich esse halt drei Mahlzeiten momentan, morgens, mittags und abends. Immer mit Carb oder morgens. Aber auch erst so 4-5 Stunden nach dem Aufstehen. Genau, meistens 4-5 Stunden nach dem Aufstehen.